Die mehr als 50.000 Zuschauer mussten gleich von Beginn an eine Überraschung erleben. Schalke präsentierte sich offensiv, Pfostenschuss Thiele. Bayern München hatte die Schweden Andersen und Torstensson für ein Länderspiel freigeben müssen. Bei Schalke fehlten Oblak und Helmut Krämers. Die Voraussetzungen waren also ungefähr gleich. Das 1:0 durch Klaus Fischer in der 11. Minute ließ noch keinen Schluss auf den sensationellen Verlauf dieses Spiels zu. Der erste Fischer-Treffer in der Zeitlupe. Doch dann entscheidende Ereignisse. Bayern München hat nur einen Torwart von Bundesliga-Format, nämlich Sepp Maier, wie überhaupt die Spielerdecke der Münchner viel zu dünn ist. Und Sepp Maier wurde in dieser Szene ernsthaft verletzt von einem Mannschaftskameraden. Er musste aber dennoch weiterspielen. Ein schneller Ausgleich bringt in einem Spiel oft die Wende. Es ist müßig zu spekulieren, was passiert wäre, hätte Gerd Müller das 1:1 erzielt. Die Chance dazu bot sich ihm jedenfalls. Furore dagegen machte der Mann, der Gerd Müller als Spielertyp am meisten ähnelt, Schalkes Mittelstürmer Klaus Fischer. Man muss konzidieren, dass sein direkter Gegenspieler Georg Schwarzenbeck gehandicapt war durch eine Verletzung, erlitten im Länderspiel gegen Wales. Fischer war der überragende Spieler im Schalker Sturm. Zwei Beispiele für die Gefährlichkeit des Mannes, der wegen seiner Verwicklungen in den Bundesliga-Skandal für die Nationalmannschaft noch immer nicht in Frage kommt. Eine Minute vor der Pause dann, auch dies ist ein wichtiger Faktor in der Beurteilung eines Spielverlaufs, konnte Schalke 04 seine Führung auf 2:0 aufbauen. Bongartz und Erwin Krämers, der Torschütze. Bayern München wechselte zur Pause Schwarzenbeck aus. Horstmann erhielt die neue Aufgabe, Fischer zu bewachen. Doch auch Horstmann blieb glücklos. Das 3:0 durch Fischer nur eine Minute nach dem Wiederanpfiff. Es gibt Spiele, in denen alles optimal läuft. Für Schalke gehörte diese Begegnung in München sicher zu solchen Spielen. So blieben fast alle Bayern blass, den Schalkern dagegen gelang fast alles, auch Torwart Maric, der gegen Rummenigge rettete. Bayern-Trainer Detmar Kramer musste nach dem Spiel bekennen, dass seine Mannschaft heute von Schalke deklassiert worden war. Und Münchens Abwehr, in dieser Saison ohnehin nicht sonderlich wirkend, musste sich weiter vorführen lassen. Das 4:0 durch Dubski in der 64. Minute. Ein anderer Grund für die Überlegenheit der Schalker war das stärker besetzte Mittelfeld, von dem der frühere Trainer Max Merkel einmal abwertend gesagt hatte, es seien zu viel Blonde in der Mannschaft. Das 5:0 in der 67. Minute. Und dieses Fischer-Tor ist es wert, wiederholt zu werden. Bongartz und Abramczyk, die überragenden Mittelfeldspieler, und Rüdiger Abramczyk wollte seine guten Leistungen auch mit einem Tor abschließen. Er tat dies in der 74. Minute 6:0. Die Chronologie der höchsten Bayern-Niederlage fand ihren Schlusspunkt in der 82. Minute. Schalke 04 holte sich den ersten Auswärtspunkt dieser Saison mit einem sensationellen Sieg ausgerechnet in München. Das 7:0 also 8 Minuten vor dem Spielende, der Torschütze erneut Klaus Fischer. Und Schalkes Trainer Friedel Rausch, so berichten die Agenturen, soll noch nie so schnell nach Spielende zur Pressekonferenz erschienen sein.